Ja, ich vermisse dich auch, ich vermisse dich auch. Ich glaube, ich muss aber auflegen langsam. Aber, nein, leg du als erstes auf. Oh nein, leg du doch als erstes auf, bitte. Ja, ich habe doch gesagt, ich vermisse dich auch. Obwohl ich dich jeden Tag sehe, ich vermisse dich voll. Ja, ich bin süß. Ich bin süß? Ich bin doch nicht aus Zucker. Ach, so hast du das gemeint. Okay, jetzt leg aber auf. Du bist auch süß, ja. Mit wem redet er da? Okay, wir sehen uns da morgen, ne? Ja, ich mag dich auch. Wer war da nur dran? Ich möchte das wissen. Mit wem hat er telefoniert? Und wieso süß? Und wieso mag er die? Oder ihn? Ich weiß nicht, wer dran ist. Vielleicht Opa? Nein, mit Opa telefoniert er nicht so. Was ist los, Emma? Du musst... Ich hab was gesehen, also gehört. Und Julian, der telefoniert und sagt sowas wie süß und ich mag dich auch und bis morgen und so. Hat Julian etwa eine Freundin? Ich weiß nicht, vielleicht. Wir müssen ihn fragen. Julian, mit wem hast du telefoniert? Mit niemandem. Ja, sag schon. Mit Opa habe ich telefoniert. Nein, hast du nicht. Also doch, natürlich. Wollte Opa nicht mit uns telefonieren? Nein, der will nur mit mir telefonieren, mit seinem Lieblingsenkel. Du hast gesagt, süß und ich mag dich auch und sowas. Ja, natürlich. Das sagst du Opa aber nicht. Das stimmt bestimmt nicht, Julian. Du lügst. Du hast eine Freundin. Opa. Und du hast gesagt, bis morgen. Aber morgen sehen wir Opa. Ja, vielleicht sehe ich ihn und vielleicht ist er süß und vielleicht mag ich ihn. Opa wohnt so weit weg. Das stimmt nicht, Julian. Bestimmt hast du eine Freundin, aber ist doch gar nicht schlimm. Ich weiß, wie schön das ist, einen Freund zu haben. Nein, keine Freundin, nein. Nur noch ein paar Minuten, dann dürfen wir nach Hause. Ja. Werden wir schon abgeholt? Ich denke mal. Also gleich ist es soweit. Du, Mia, ich wollte dich was fragen. Was denn? Und zwar, willst du heute vielleicht zu mir kommen? Total gerne, Julian. Ich war schon lange nicht mehr bei dir. Cool, ja, auf jeden Fall. Dann kannst du ja direkt nach der Kita zu mir kommen. Ja, aber da muss ich auf jeden Fall auch zu Hause anrufen, ja, oder? Ja, du kannst ja von uns zu Hause anrufen. Julian hat mich nicht gefragt, ob ich mit zu ihm komme. Wir haben uns auch schon total lange nicht verabredet. Verabreden sich die beiden und was mache ich heute? Hi, Mama. Hallo, Frau Vogel. Ich wollte dich was fragen und zwar, die Mia wollte heute zu uns kommen. Ich habe sie zu uns gerufen. Ist das in Ordnung oder darf sie nicht? Also, ist das denn schon abgesprochen mit Mias Mama? Weiß ich nicht, Mia? Noch nicht. Also, ich wollte eigentlich dann von euch aus zu Hause anrufen. Ja, geht das nicht, Mama? Das machen wir ganz anders bei ihr beiden. Ich rufe einfach vom Auto aus an. Da habe ich mein Handy und dann rufe ich sie direkt an. Da muss sie sich nicht extra losmachen. Okay, super. Komm, Mia, wir gehen. Hallo, Julian hat heute die Mia dabei, die kennt ihr ja schon. Einfach ab ins Spielzimmer mit euch, ich mache Mittagessen. Julian, ist das jetzt deine Freundin? Ihr seht so süß zusammen aus. Was für Freundin? Wovon redet deine Schwester? Keine Ahnung, ich weiß auch nicht. Und das ist also Opa. Ihr habt doch gestern telefoniert, du und Opa. Was? Was sehe ich da? Wollen wir zusammen Puppen spielen? Nein, Emma, wir spielen jetzt mit Mia alleine, zu Mia, zweit. Mia, willst du mit uns mitspielen? Ja, ich habe auch so einen neuen Puppenwagen, Mia, da können wir mitspielen. Nein, oder Mia, wir spielen lieber zu zweit. Ich möchte dir mein Skateboard zeigen. Puppen spielen klingt eigentlich ganz cool, Julian. Ja, aber können wir nicht erst mit dem Skateboard fahren? Ich will dir das beibringen, bitte. Na gut. So, und ihr beiden nervt bitte nicht. Wir wollen alleine sein. Alleine sein. Ja, aber nicht, dass ihr euch dann in den Kopf beißt. In den Kopf beißen? Emma, was redest du heute nur? Küssen. Nein, ganz bestimmt nicht. Lasst uns einfach in Ruhe. Mia, ich halte dich fest, okay? Das brauchst du gar nicht, Julian. Wieso denn nicht? Ich kann auch schon ganz gut alleine. Das macht echt Spaß. Ich habe zu Hause auch ein Skateboard. Du hast auch ein Skateboard? Das wusste ich ja gar nicht. Das hast du mir gar nicht erzählt. Ach, ich muss dir ja nicht alles erzählen. Aber stimmt. Wir können gern mal zusammenfahren. Oh, das wäre cool. Aber dann lieber draußen. Mia ist echt toll. Und jetzt kann sie auch Skateboard fahren. Oh, eine Traumfrau, sagt man das so? Und sie findet mich süß. Und ich finde sie auch süß. Und sie möchte auch nie auflegen, wenn ich mit ihr telefoniere. Oh Mann, das ist super. Julian, haltet ihr etwa Händchen? Lass sofort meinen Bruder los. Sonst gibt's Ärger von mir. Jetzt geh da runter, sonst hol ich dich da runter. Oh, Emma, was machst du da? Das Skateboard hat Mama gekauft für uns. Ja, aber jetzt ist Mia dran. Nein, nicht für Mia. Emma, Mensch, lass sie doch. Oh Mann, Hannah, sie sind so süß zusammen. Sie sind so süß, wie Dave und ich auch mal waren. Och, nee, Hannah, muss das jetzt sein? Wein nicht, Hannah.
Ach Julian, mir macht das gar nichts aus mit deinen Schwestern. Ja, tut mir echt leid, also... Nicht so schlimm. Ich weiß ehrlich nicht, was ich sagen soll. Ich werde mich dran gewöhnen, ich komme ja jetzt öfter zu dir. Ehrlich jetzt? Ja, ich habe auch schon was für den Valentinstag für dich gebastelt. Valentinstag? Was ist das denn? Das ist ein Tag im Jahr und da verschenkt man was. Nur denjenigen, die man ganz gerne mag. Ah, okay, muss ich dann Mama und Papa auch was schenken? Oder dir? Das musst du selber wissen. Ich glaube dir. Ach, so hat sich Hannah bei Dave also gefühlt. Ist das wohl Liebe? Ew!